Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Transim World 2. Dreimal dürft ihr raten, auf welcher Strecke wir sind, wie bei allen anderen Folgen auch, auf der Köln-Aachen-Strecke. Wer hätte es gedacht? Wir machen wieder ein Szenario, heute mal talentierte Übernahme. Übernehmen Sie einen RE9 auf dem Weg nach Aachen. Das Ganze mit der Baureihe 442 Talent 2 der Deutschen Bahn. Wir fangen an, viel Spaß! Talentierte Übernahme. Okay. Wie liest er nix? Muss ich das machen? Ja, super. Willkommen in Düren. Dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof mit Halt. Dankeschön, ich war noch nicht fertig. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Türen entriegeln. Okay. Rechts, genau, entriegeln. Zack. Fahrgäste steigen ein. Gucken wir nochmal, wie das Ganze aussieht hier. Warum ruckelt das so? Wahrscheinlich muss am Anfang noch ein bisschen was geladen werden. Haben wir einfach mal Verständnis für. Sieht aber echt schön aus. Okay, Türen verriegeln machen wir. Zack. Tür ist zu. Was ist denn das denn übrigens hier? Ach so, kann man da vielleicht noch die Stufen da einstellen? Das wäre cool. Egal, so, erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Ja, das würde ich auch sagen. So, übrigens habe ich festgestellt, dass man hier einfach ein Tempomat anmachen kann, denn ich tupp es. Hab immer hier mit dem Leistungshebel immer versucht, irgendwie auf dem Tempo zu bleiben. Bis mein Freund mir irgendwann sagte, da ist ein Tempomat. Ich habe mich erstmal unterm Tisch vergraben. Aber jetzt weiß ich es ja. 60 dürfen wir fahren. Das heißt, wir fahren auch 60. Tiefer, ich weiß gar nicht, ist die an? Wahrscheinlich aber nicht. So, dann können wir jetzt den Tempomat reinmachen. Wunderbar. Dann die SIFA. Wie ging die gleich wieder an hier? Ach so, da hinten. Ne? Kommen wir da dran von hier? SIFA. An. Hallo? Aus? Wieso ist die immer noch aus? PZB. Ja gut. Ich glaube, müsste man wirklich aufstehen für. Aber macht ja auch nichts. Andererseits, wir dürfen jetzt auch schneller fahren, dann stellen wir uns einfach mal, stehen wir einfach mal auf hier und gucken mal, wie das hier abgeht. SIFA. Hä, wieso ist denn hier beides aus? Oder geht das hier beides nicht? Weil das ja ein Szenario ist. Ich weiß es nicht. Normalerweise geht das immer. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht. Warum bremst der jetzt ab hier? Gib Gas. Ach so. Oder ist die SIFA jetzt doch an? Ich hatte nämlich nichts gehört. Naja, wir werden das schon schaffen. Noch 8,3 Kilometer, noch 8,2 Kilometer bis zur nächsten Haltestelle. Und bis dahin dürfen wir auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Wie schnell kann die Kiste hier denn fahren? Steht das hier irgendwo? Müsste eigentlich irgendwo stehen. Na hier, 160. Wir dürfen sogar, glaube ich, 160 fahren, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja mal super. Kommen wir wenigstens pünktlich. Ideal. Was ist das hier? Scheibenwischer. Ja gut. Beim ICE habe ich mir übrigens sagen lassen, geht die AFB hier oben an. Bei diesem Bildschirm. Das geht also alles digital. Denn die AFB habe ich in den letzten Folgen im ICE nicht angebekommen, weil das ja kein analoger Schalter ist, wie man es aus den anderen Zügen kennt, sondern das geht tatsächlich hier über diese Anzeige. Wenn man es nicht weiß.
So, dann bereiten wir uns mal wieder auf den Tempomat vor und zack, drin ist er. Sehr gut. Werfen wir nochmal einen Blick nach außen. So, gleich dürfen wir nur noch 80 fahren. Also was heißt gleich? In 3,7 Kilometern. Aber trotzdem können wir schon mal abbremsen. Tempomat machen wir natürlich erstmal raus hier. Und machen mal die Leistung raus. Denn rollen tut man mit Zügen ja bekanntlich etwas weiter als mit dem Auto. Nach 3 Kilometer. Wir tun schon mal ein bisschen bremsen. Wir wollen ja nicht verpassen anzuhalten. Ist ja nicht so, dass mir das schon 100 Mal passiert wäre. Geht sogar noch bergauf, das erleichtert natürlich die Bremsung um einiges. Wir können hier mal in den Dark Mode schalten, der sieht irgendwie cooler aus. So. Gleich dürfen wir nur noch 80. Das ist uns aber bekannt. Wir können aber trotzdem mal was stärker abbremsen, sonst wird das nichts. So, 46% Bremsleistung müssen aber ausreichen, ansonsten kann ich auch nicht helfen. Okay, 80. Wir sind schon unter 80, wunderbar. Dann lassen wir uns jetzt noch bis vorne zur Bahnsteigkante rollen. Und dann wird gebremst. Noch 200 Meter können wir schon mal anfangen zu bremsen. 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 So, ich hoffe mal, das haut hin jetzt. Doch, ist aber okay. Kann man machen. So, Türen entriegeln, okay. Machen wir. Rechts entriegeln, wie immer. Zack. Bremsen können wir aber auch mal wieder ein bisschen entlasten hier. 10% reichen für den Stillstand komplett aus. Wir gucken nochmal nach außen. Ich finde das immer so schön hier. So, dann ist es schon wieder Zeit, die Türen zu verriegeln. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geguckt, wie lange das Szenario dauert. Aber so viele Stationen werden es hoffentlich nicht sein. So, Eschweiler Hauptbahnhof. Okay, dann können wir weiterfahren. Und in 80 Metern dürfen wir schon wieder 160. Die Höchstgeschwindigkeit unserer Bahn. Wunderbar. Bisher habe ich übrigens noch nicht herausgefunden, wie man die alten Strecken von Transim World auf Transim World 2 rüberkriegt. Denn irgendwie soll das ja gehen, dass man die gekauften Strecken auch in Transim World 2 nutzen kann. Bin ich noch nicht dahinter gekommen. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das wird mir sehr weiterhelfen.
So, wir geben nochmal was mehr Schub hier. Maximal. Da kommt unser Kollege entgegen. Servus. So, das sind wir auch schon auf Höchstgeschwindigkeit. Wieso kann der denn schneller? Geht's bergab oder was? So, machen wir wieder auf. So, und dann den Tempomaten. Und dann läuft's. Was ich mich jetzt aber frage, wir haben noch 3,9 Kilometer und in 3,1 dürfen wir wieder 60. Okay, dann frage ich mich eigentlich gar nichts. Kilometer bis 60. Noch 1,8. Noch 1,7. Hier kommt auch schon das Vorsignal. Okay, dann tun wir jetzt mal den Tempomat lösen. Schon mal wieder was abbremsen. 10% oder... Okay, sogar noch was mehr, weil wir nur noch 1 Kilometer bis zu 60 haben. Da habe ich jetzt ein bisschen was verpennt. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr hinhauen. Aber entgleisen werden wir schon nicht. Ein bisschen Toleranz ist da ja immer. Und ja gut, ganz knapp haben wir es nicht geschafft, aber... Auf das bisschen lassen wir es jetzt nicht ankommen. In 700 Meter müssen wir dann auch schon anhalten. So, Gas nehmen wir mal raus. Beziehungsweise Strom. Denn mit Gas fährt eigentlich kein Zug. Außer die Euregiobahn in Aachen. Die fahren ohne Filter durch die Gegend. Obwohl da überall Oberleitungen sind, aber damit will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. So, bremsen. Mein Gott, ich bin aber auch immer zu blöd, hier zu halten. Halt an! Dass da wieder steht. Szenario fehlgeschlagen. Ist mir auch schon 100 Mal passiert. Mega ätzend. So, Türen entriegeln. Klick. Ich hoffe, es waren die richtigen. Ansonsten tut es mir leid. Okay, stimmt. Wunderbar. Dann warten wir mal, bis die ganzen Typen zugestiegen sind. Und wir gucken jetzt nochmal nach der SIFA, ob die nur im Stand angeht oder ob das wirklich nicht geht. Ne, scheint aber wirklich nicht zu funktionieren. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Das könnte natürlich auch sein. LZB. Aber hier kann man ja gar nichts einstellen. Ich glaube, das liegt schon an dem Tutorial, dass man da irgendwie nicht mehr viel machen kann. So, wir können die Türen wieder verriegeln. Und dann... Weiter geht es. Stolberg Hauptbahnhof. 3,3 Kilometer. Ist nicht sehr weit. Nicht, dass wir wieder vergessen zu bremsen.
Und jetzt wären wir auch schon wieder zu schnell, meine Güte. Einmal nicht aufgepasst. So, hoppala. Die Sifa ist an. Wie geil. Wieso ist sie denn jetzt auf einmal an? Wo steht das denn? Naja, stört mich nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer aus Reflex betätigt. Deswegen ist sie wahrscheinlich schon seit Anfang an an. Aber wenn man erstmal regelmäßig in Transient World aktiv ist, dann drückt man schon automatisch auf die Sifa. Ihr seht wahrscheinlich auch die Meldung immer rechts auftauchen. Sifa, zurücksetzen, Pedal gedrückt. Deswegen sollte jetzt alles klar sein. Noch 2,4 Kilometer. Vielleicht dürfen wir nur noch 110 fahren. Deswegen werden wir jetzt auch gar nicht schneller als 110. Sonst müssen wir eh gleich wieder nur noch abbremsen. Warten wir noch schnell auf 110 und dann kommt der Tempomat wieder zum Einsatz. So, Tempomat ist an. Obwohl sich der eigentlich auch nicht richtig gelohnt hat, weil wir in 1,5 Kilometer schon wieder halten müssen. Aber okay. Warum nicht? Noch 1 Kilometer. Leistung raus. Bremse an. Bremse an. So. Ich hoffe, ich versemmel es jetzt nicht wieder. Könnt ihr ja zur Abwechslung mal genau hinkommen. Das wäre natürlich geil. Noch 500 Meter. Nochmal ein bisschen weniger bremsen. Wir wollen ja nicht zu früh anhalten, aber halt auch nicht zu spät. Mich würde mal interessieren, wie kriegen das die echten Lokführer hin? Haben die da irgendwie ein Zeichen, wo sie wissen, ab jetzt muss ich mit so und so viel Bremskraft bremsen? Oder wie machen die das? Oder ist das wirklich jahrelange Übung? Wie man sieht, habe ich es gerade wieder verkackt. War auch anders nicht zu erwarten. So, Türen entriegeln. Schönes Wetter für so eine Zugfahrt. So, die Türen können wir wieder schließen. Gucken wir mal, wo wir noch alles hin müssen hier. An einem Ort anhalten, Eilendorf, okay. Dann in Rote Erde und was noch hier? Hallo, wieso kann ich hier nicht scrollen? Na, dann scrollen wir halt nicht. Auch gut. Eilendorf anhalten, machen wir. Kilometer mit 140. Wir machen es wieder so, wir beschleunigen auf maximal und dann drücke ich rechtzeitig auf Tempomat. Dann sollten wir nicht über die Geschwindigkeitsbeschränkung kommen. Falls doch, wird gebremst. Ich glaube, ehe der Zug auf 140 ist, sind wir schon an Eilendorf vorbei.
Also schnell beschleunigt er nicht, aber es geht ja auch ein bisschen bergauf. Tempomat rein. Wenn das nicht exakt war, weiß ich auch nicht. Oh, was ist denn hier passiert? Da hat aber jemand die Weiche vergessen. Obwohl das eigentlich bei Train Sim World eigentlich nie der Fall ist. Eher im Train Simulator, da passiert das in jeder Strecke 7 Mal. Da gibt es sogar Teile, wo man über gar keine Schienen mehr fährt, aber dass das im Train Sim World passiert, ist sehr ungewohnt. So, wir können aber den Tempomat schon wieder rausnehmen. Hat sich eigentlich auch nicht sehr gelohnt, hier zu beschleunigen. Wieder abbremsen hier mit mal so 35, okay, 40% Bremskraft. Da hinten ist schon Eilendorf. Oh Gott, das ist ja wieder richtig schlecht. Irgendwann habe ich den Dreh, glaube ich, noch raus. Meine Güte, ich glaube, wir müssen... Oder? Ne, zweite Bremse brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Obwohl, doch, brauchen wir schon. Sonst gibt das wieder nichts. Sehen wir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Okay, auf 9 Meter genau. Das ist ja gerade noch so akzeptabel. Auch wenn es natürlich nicht der Hit ist. So, rechts entriegeln. Hier gucken wir uns mal um. Ich wohne sogar in Eilendorf. Deswegen... Also ich kann wirklich nur sagen, das ist extrem detailliert gemacht, hier alles. Jede einzelne Säule, die hier steht, gibt es in der Realität auch. Nur die Gegend drumherum, die ist nur vom Grundriss richtig. Der Rest ist erfunden. Aber ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass sie die Gegend drumherum auch noch nachbauen im Zugsimulator. Da fehlt die Zeit dann sonst an anderer Stelle. So, warten Sie bis 12.34 Uhr und 30 Sekunden. Okay, sind wir etwa zu früh? Oder wieso? Können wir vielleicht jetzt hier mal was machen? Nee. Naja, also ein bisschen buggen tut dieses Spiel schon noch. Man merkt es extrem. Ja, sieht man dann halt nichts. Aber dass wir nach Aachen Hauptbahnhof fahren, steht ja auch hier vorne auf der Anzeige drauf. Türen verriegeln. Bremse lösen. Und dann geht es los. An einem Ort anhalten. Aachen, Rote Erde. Okay. Wieso ist hier oben eigentlich Licht an? War ich das? Können wir nämlich mal wieder ausmachen. Aus. Ist es jetzt aus? Ja, ist aus. Oh, Gottes Willen, habe ich mich erschrocken. Die Sifa hat sich gemeldet. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, es ist ja draußen hell genug, da brauchen wir keine Innenbeleuchtung. Beschleunigung lässt auch zu wünschen übrig. Ah, jetzt geht es sogar bergab. Da ist die Beschleunigung natürlich einiges besser, als wenn es nicht bergab geht. Aber dann müssen wir auch wieder bald anhalten. Deswegen lohnt sich das Beschleunigen eigentlich nie so richtig, weil man dann die ganze Energie, die man gerade fürs Beschleunigen benutzt hat, wieder in Wärme umwandelt durch Bremsen. Aber mein Gott, so ist es halt. Noch 1,5 Kilometer, wir können schon wieder bremsen, meine Güte. Das ist ja wieder ein Hin und Her.
Gott, ich merke schon, wir müssen wieder was stärker bremsen. Ich glaube, man kann mich wirklich Bremsexperte nennen. Obwohl, ich glaube, diesmal sieht es gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt nichts mehr machen. Okay, doch, ein bisschen stärker müssen wir schon noch werden hier. Aber so übel sieht es gar nicht aus. Gucken wir mal. 20 Meter. 10 Meter. Oh, das sieht aber echt gut aus. 4 Meter zu früh. Glückwunsch. Links entriegeln. Wir gucken nochmal. Die Fenster gehen gar nicht auf, ne? Ne, hm. Ah ja, gut. Mhm. RE9 Aachen. Via Köln, Stolberg, Rheinland, Aachen, Rote Ehr, Ehrenfeld. Ja gut. Ist schon alles sehr schön gemacht. Wir können jetzt aber auch schon wieder die Türen verriegeln. Wären wir die Deutsche Bahn, würden wir jetzt noch 2 Stunden stehen bleiben und uns dann wundern, dass Verspätung entsteht, aber wir sind mal nicht so gemein. So, zack. Und let's go. Türen werden schon in der Fahrt zugehen, meine Gott. Hallo? Wieso beschleunigt die Kiste nicht? Ich glaube, es hackt. So, an einem Ort anhalten. Aachen Hauptbahnhof um 12.41 Uhr. Wunderbar. Dann sind wir auch bald schon an der Endstation. Ist auch nicht weit, nur noch 1,7 Kilometer. Vielleicht dürfen wir sogar nur noch 70 fahren. Deswegen machen wir jetzt schon mal die Leistung raus und rollen einfach mal da so vor sich hin. Jetzt dürfen wir nur noch 70, habe ich mal wieder verkackt. Vielleicht nur noch 40, deswegen lassen wir die Bremse einfach mal so, wie sie ist. Oder noch stärker, geht natürlich auch. Okay, 40 haben wir dann bald auch mal, hoffentlich. So, machen wir mal ein Tempomat rein. Und geben mal ein bisschen Power. Denn ich habe jetzt Lust, mich nochmal hier umzugucken. Denn wie gesagt, ich wohne in Aachen und deswegen finde ich das Ganze recht interessant. So, bremsen, bremsen und das mit dem Halten hat sich, glaube ich, auch schon wieder erledigt. Meine Güte! So ein Senf. Nein, nicht darüber fahren. Du fährst nicht darüber. Oh, mein Herz, Alter. Ich dachte schon wieder, da steht jetzt wieder Szenario fehlgeschlagen. Sie haben ein rotes Signal überfahren. Das ist mir schon so oft passiert, das gibt's gar nicht. So, welche Seite denn entriegeln jetzt? Ach, die rechte, ne? Ja. Und da wären wir. Gucken uns hier aber. Danke fürs Abschließen dieser Fahrt. Lass uns sehen, wie sie abgeschnitten haben. Hoppala, wo hab ich denn jetzt gedrückt? Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Mein Ergebnis ist weg. Ja, danke auch.
Naja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao.